Mann, langsam fällt mir echt nichts mehr ein, was ich am Anfang sagen soll. Hä? Oh. Es fällt mir gerade auf, ich bin im Creative Mode, weil ich vorher gefällt habe. Also ich bin nicht gestorben oder so, aber... Mal kurz schauen, dass auch alles passt. Das passt. Recipe Mode. Cheaten geht eh nicht. Schauen wir noch kurz die OP. Level up. So. Das war vorher nur, weil ich aus Versehen auf meinem Testsurfer, also in meiner Testwelt, SLP aufgenommen habe und dann kam irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Hat aber ansonsten keine Auswirkungen, also ich nehme die sowieso nur zum Screenshots machen her. Und ja. Von Item her hat sich nichts verändert, also habe jetzt nichts gecheatet oder so. Ja, cheatet. Alles so ein bisschen gleich machen. Ja, wir wollten hier jetzt noch auf alle Fälle entweder. Hä? Wo sind die ganzen Zombies? Lol. Lol. Naja, egal. Auf alle Fälle mindestens noch. Ich weiß nicht, wie weit das dann noch hintergeht. Also schon mindestens so viel da. Oh mein Gott, ein Zombie. Zombie-Spawner sind zum Glück nicht so nervig wie die Spinnen-Spawner. So, mal kurz ein paar Fackeln hinsetzen. Hey, du. Du. Na, wie geht's? Oh Mann. Wieder drei nach hinten. Geht's eigentlich überhaupt? Das wird ein Problem. Das wird hier schon ein Problem. Egal, müssen wir wieder improvisieren. Hey, wo bin ich denn hier eigentlich überhaupt? Warte mal kurz. Bin noch da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke weiter drüben. Okay, gut. Oh, Epic Fall. Ich glaube, das geht weiter als 6 Blöcke. Oder obwohl, kann es sogar noch gehen. Ja, geht sogar. Perfekt. Ich hoffe, wir haben jetzt die. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Teil. 3 Blöcke hoch, 3 Blöcke breit, genau. Das Ding brauchen wir. Jetzt müssen wir auf alle Fälle schauen, dass wir vorankommen. Au. Das Ganze wird noch sehr, sehr problematisch werden. Die ganzen Leiter und so. Okay, ja, müssen wir auf alle Fälle improvisieren. Wo bin ich denn jetzt? An der Marmorhöhle, okay. Ups. Mal kurz schauen, dass da alles dicht wird. Ach, egal. Immer die ganze Zeit das nervige Schnellabbauen da. Also nichts ging schnell eigentlich, aber zu schnell ist auch dann wieder nichts. Also man soll es nicht übertreiben. Komm bitte. Keine Höhle. Super. So, ein bisschen Licht machen. Und da geht es in die eigentliche Leiter rauf. Ich
glaube, wir sind da schon ganz am Rand, wenn ich mich gar nicht täusche. Da ist die Wand oder so. Wird ein bisschen kompliziert. Auf alle Fälle haben wir jetzt viel mehr Platz und so. Hä? Lol. Ist denn nur, ich baue das zu, damit ich es so wegbauen kann? Oder wegreißen kann? Da auch ein Grund, dass ich eine Angriffsfläche habe. Scheiße. Ist echt alles viel zu viel verhüllt und so. Fell. So. Ein paar Fackeln. Ich überlege noch, ob ich das Ganze dann mit Glas zubaue oder wie ich es dann mache. Eigentlich ist es egal, mit welchem Steinzeug ich das zubaue. Da muss auch noch Stein draus werden. Da noch ein bisschen Stein. Wie heißt das? Das war aufladen? Nee. Ach komm. Wie heißt denn mit entladen? Nee, nicht so. So was. Steuerung V. Was hier alles spawnt. Ah, jetzt ist da unten ein bisschen Party. Jetzt brauchen wir wieder Leitern. Ja, also mit den Leitern ist es problematisch. Ich glaube, wir fragen mal, ob die vielleicht eine Antwort wissen. Na, ihr müsstet Zombies. Wisst ihr eine Antwort? Habt ihr eine Antwort? Wie viele das sind. Das ist das schlimmste Zombie-Mode in Black Ops. Ja, aber zum Killen geht schnell. wir könnten mal jetzt noch rauflaufen. Naja, gut, man könnte. Wenn wir das Ganze dann die. An die Wand bauen. Das sollte nicht auch gehen. Ich muss gerade nur schauen, dass ich das Ganze krieg. Ach ja. Und irgendwie schauen, dass ich da runterkomme. Womöglichst ohne zum Draufgehen und ohne es großartig Schaden zu kriegen. So, und dann müssten wir praktisch an der Seite da. Jetzt muss ich irgendwie mal ein bisschen improvisieren. Hä? Jetzt geht's. Na, oh, ist das behindert. So, schauen, dass wir das hinbauen können. Und ja, gut, es geht eigentlich. Ich dachte mir, es wäre zu mehr Arbeit. Oh, fuck. Sorry. Ich glaube, der. Ach ja. Bisschen schwer zu steuern. Aber es geht schon. So. Mein Headset verzehrt mir wieder alles, was ich gerade mal so im Hintergrund höre. Also ich höre mich gerade die anderen selbst irgendwie, deswegen klingt es wahrscheinlich total behindert. Aber
Aber egal. Nice Mikro wollte ich mir jetzt eh schon mal vielleicht irgendwann bestellen oder kaufen. Bestellen oder kaufen, das war jetzt irgendwie auch wieder intelligent. Also macht natürlich einen extrem großen Unterschied, ob man es jetzt bestellt oder kauft. Welchen genau kann ich euch gerade zwar jetzt nicht erklären, aber es macht bestimmt einen Unterschied. Nein, fuck. Jetzt müssen wir den Schluss für ganz runter. Oder bauen uns einfach eine neue Leiter. Ich denke, eine neue Leiter ist einfacher. So, So. Leiter hinbauen. Jetzt können wir wahrscheinlich nicht rauf, oder? Okay, dann müssen wir wieder mal ein bisschen improvisieren. Sorry. Ganzen Tag muss ich jetzt gerade nicht niesen, aber jetzt in unserem LP sehen muss es mehr. War immer nur klar. Ich glaube, wir gehen mal kurz drauf. Okay, ich probiere es mal lieber nicht aus. Auch wenn ich hier keinen Schaden kriege und so, aber egal. Also scheinbar funktioniert das Ganze jetzt. Ah ja, ich habe noch was vergessen. Hier noch so ein bisschen Licht. Licht bauen. Ja, ich denke, so passt schon. Ach ja, Glas braucht schon wieder nach irgendwo, irgendwie. Das brennen wir uns jetzt nicht alles. Jetzt habe ich nicht mehr mein Card dabei. Bin ich jetzt gerade erschrocken. Hey. Ups. Der arme Kleine. Nee, wir sind doch richtig. Aber ich glaube, ich baue mir kurz ein Minecart. Irgendwas weghauen. So, mit unserem neuen Bobby-Minecart. Ich komme jetzt gerade wieder auf dumme Gedanken. Mensch, die Kiste ist immer noch da und ich habe noch immer nicht die Kisten geleert. Wie macht man das am besten? Vielleicht so ein Minecraft mit einer Kiste hinten drauf und dann alles irgendwie so ein bisschen. Wird nicht leicht. Ganz im Gegenteil, es wird echt schon schwer. Also jetzt nicht bei der Kiste, aber wenn ich gerade mal so überlege, bei den ganzen anderen Kisten, die so rumstehen, ich habe nicht überall Gleise und Minecarts und oder Bobbycarts. Muss ich mir vielleicht einfach was anderes überlegen. Lol. Hängen die jetzt zusammen? Lol. Auch nice. Ich finde es jetzt irgendwie echt extrem, dass Griechenland die Arma-Entwickler festhält, nur weil sie jetzt irgendwelche Fotos da gemacht haben. Also ich weiß nicht, aber so Griechenland hat sowieso jetzt in der EU keinen guten Ruf mehr und so und... Wieso machen die das... Lol. Wieso machen die das denen nicht einfach einmal klar, dass es scheiße war oder dass sie es einfach lassen sollen und dann lassen die wieder frei? Ich finde das irgendwie schon ein bisschen... Ja, auch provozieren und ich
Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Griechenland schon bekommen hat und noch kriegt. Aber es kostet eigentlich auch was und. Naja. Zumindest so meine Meinung, aber. Ich find's schon scheiße. Also auch wenn jetzt kein armer Fan bin, aber. So wie sie gehalten werden, das ist ja. Schlimmer als bei Tieren. Natürlich müsste eigentlich denen klar gewesen sein, dass es illegal ist und nicht erlaubt ist. Aber. Alter. Ja, wie gesagt, trotzdem, ich finde es schon. Ich weiß nicht, wie ihr es so findet, aber schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube zwar kaum, dass wir jetzt dagegen was ausrichten können oder irgendwie die Lage verbessern, aber zumindest würde es mich mal interessieren, was ihr dazu so sagt und was ihr davon denkt und sowas. Ja, gut, dann beende ich jetzt erstmal wieder Folge. Ich muss noch was anderes machen, Real Life und so. Also, das unwichtige Zeug jetzt erstmal machen. Das Wichtige habe ich jetzt gerade schon gemacht, also LPs und so. Und ja, bis zum nächsten Mal.